Also, wir machen weiter an der Story. Nachdem wir jetzt hier abgedockt haben. Und fliegen zur Gleisen der Wahrheit. So, keine uns zielt. Es wird wieder heiß. Das muss doch unheimlich nützen in dem Stau. Mann, wir verknüpfen da oben. Erreiche flammende Corona. Ah, wir sind wieder zurück da jetzt. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Jetzt will ich mal schnell dahinter gehen. Da zwischenzeit doch nicht etwas gegangen ist, aber ob ich eventuell da noch etwas machen muss. I don't know. Aber irgendwie stoppt da noch ein bisschen etwas dran, rechts. Was haben wir da von diesem Konstruktionsschiff gekauft? Nee, sicher nicht verkaufen, geht's noch. Was haben wir da? Gar nicht verkauft. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Die Architekt bin. So. Jetzt haben wir da oben eins. Ja, mal. Aber dann nicht den. Hallo Sir, schön Sie endlich persönlich zu treffen. Bälle? Ressourcenstand anzeigen. Was darf ich Ihnen ansonsten noch anbieten? Genau wie beim einfachen Tesla-Lader ist die Methode, mit der der Tesla-Doppellader. Was darf ich Ihnen ansonsten noch anbieten? Aber ich kann nichts machen. Müssen sie das alles einkaufen, selber kaufen? Also was müssen sie denn? Ich würde mich nicht mehr wundern, wenn die von der Verbauung, Jungs. Genau wie beim einfachen Tesla-Lader ist die Methode, mit der der Tesla-Doppellader Energie speichert, so. Was darf ich Ihnen ansonsten noch anbieten? Bis zum nächsten Mal. Hallo Sir, schön Sie endlich persönlich zu treffen. Ja. Nein, warte jetzt, warte. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, mein Jo.
Nein, jetzt probiere ich mal etwas, weil jetzt speichere ich mal. Nein, warte. Hallo Sir, schön, Sie endlich persönlich zu treffen. Jetzt gibt mir der gerne mal da. Oh, jetzt haben sie noch recht in Erinnerung gehabt, 14 Millionen. Braucht die oder was? Was war das? Nein, warte mal so, jetzt. Managerkonto, eigenes Konto. Nein, ich müsste ja leider. Jetzt gebe ich dir ja mal. Um 10 Millionen. Mal schauen, ob die etwas fällt. Jetzt warte ich einfach mal eine Weile. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Ich habe null Idee. Oder dauert das einfach eine Ewigkeit, bis da mal bald. Nein, warum mal? Ich habe immer noch den ganzen Scheiß da drauf. Hätte ich gar kein Geld genommen. Ich habe null Idee, bin ich doof, ja. Hallo Sir, wie kann ich Ihnen helfen? Auf Wiedersehen, hast du mir helfen. Ja, der steht schon mal richtig am Apparat. Also kann ich dir gar kein Geld geben. Und dann ist die voll. Ah, warte jetzt mal. Hallo Sir, schön, Sie endlich persönlich zu treffen. Ja, hier hast du ein paar Credits. Mach es mal. Bis zum nächsten Mal. So komisch das Game. Ja, immer noch die scheiß 40. Kannst du dir gar nicht mal holen gehen, egal was du machst. Oh, leg mich fett. Irgendetwas bauen doch hier noch. Aber das gehört alles nicht zum Heimweh. Ah, oh, so stimmt das. Nee, ich will das doch nicht verkaufen. Ah, jetzt gehen wir da mal zwischen, wenn wir da den Quart holen. Ja, warte jetzt mal, was könnte man in der Bizelle noch helfen irgendwie und dort rüberbringen mal. Ich muss da sicher noch hin. Ich will da ganz sicher Energy. Wo kann ich noch Energy helfen? Oh nein, nicht so schnell.
So, was hast du denn? Aber wir dir halt da Vladimir mal irgendwie Energie zu verkaufen, oder? Also, docken wir mal an. Hey, dock den an. Dies ist die Albions Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Es ist ein Vergnügen, Sie an Bord zu haben. So, mit der Bitte etwas gehoben. Also mit der Brunko erwähnte. So, wie das ist gesagt. Und was ist das für eine Zeichen? Manager? Ja, so, das kann es nur sein. Manager, Techniker? Nein, Techniker. Ja, Techniker zwar kann es auch sein. Piloten. Was haben wir da? Techniker. Guten Tag, Pilot. Was kann ich Ihnen anbieten? Ich wünsche einen guten Flug. Auf Wiedersehen kann ich dir anbieten. Jetzt diesmal nichts. Das Bestürrekrutierung brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Zeig mir mal deine Waren. Selbstredend. Wofür zieht zum Verkaufen? Gute Reise. Nein, jetzt erst mal mit der Lieferung. Vielen Dank fürs schnelle Zurückkehren. Dies ist eine schwierige Zeit und wir haben ein paar dringende Fragen. Wir helfen, wo wir können. Haben Sie bereits weitere Überlebende gefunden? Keine. Ja. Überhaupt keine. Wussten Ihre Leute, dass Plutarch Aufklärer in unseren Raum senden würde? Wir wussten, dass Plutarch de Vries erkunden würde. Wir haben aber nur begrenzte Informationen über Ihre Patrouillen. Haben Sie vielleicht Ihr Bergbauschiff verfolgt? Sie scheinen genau gewusst zu haben, wohin Sie fliegen müssen. Vielleicht wollte einer Ihrer Leute, dass wir angegriffen und mit in den Krieg gezogen werden. Vormann ist der Verantwortliche und er ist sicherlich der Letzte, der möchte, dass Sie angegriffen werden. Ich bin mir sicher, dass Sie untersuchen werden, warum unsere Schiffe in Gefahr geraten sind. Wir versuchen, Sie nicht in den Krieg hineinzuziehen. Wir suchen einen Zufluchtsort. Es kann gut sein, dass Sie durch diesen Vorfall einen Verbündeten im Krieg bekommen haben. Von nun an wird jedes Plutarch-Schiff in unserem Raum gewarnt und dann angegriffen, wenn es sich nicht vorher zurückzieht. Wie wollen Sie das durchsetzen? Sie haben Ihrer Feuerkraft nicht mal annähernd etwas entgegenzusetzen. Ich hatte gehofft, unsere neuen Freunde, Herz von Albion, würden dabei helfen, unseren Raum zu verteidigen. Besonders da jetzt ihre Flüchtlinge unter unserer Obhut stehen. Also können wir unsere Flüchtlinge hierher bringen? Aber Sie wollen, dass wir Ihren Raum militarisieren? Auf kurze Sicht, bis wir unsere Infrastruktur zur vollen Stärke wieder aufgebaut haben, würden beide Seiten davon profitieren. Wenn unsere Möglichkeiten, Schiffe zu bauen, wieder voll hergestellt sind, werden wir in der Lage sein, uns gegen alles zu verteidigen, was Plutarch aufbieten kann. Vielleicht können wir ein paar Schiffe hierher schicken, aber die meisten benötigen wir dennoch in Albion, um den Druck aufrechtzuerhalten. Wir werden mit dem auskommen, was verfügbar ist. Bitte leiten Sie unser Angebot an Kapitän Bormann weiter und geben Sie ihm eine Kommunikationsfrequenz, falls er mich direkt kontaktieren möchte. Werde ich machen. Vielen Dank, Nakano. Du kommst besser zurück an Bord. Enzyklopädie-Eintrag. Systeme. De Vries. Geschichte und Politik. Aktualisierung. Nachdem die Plutarch Mining Corporation sehr aggressiv in das De Vries-System vordrang und eine Bergbauoperation angriff, mobilisierte die Republik von Cantera ihre Streitkräfte und stellte sich den Aggressoren entgegen. Ihre Grenzen sind nun für den allgemeinen Verkehr geschlossen und nur eine Handvoll ausgewählter Verbündeter aus Albion dürfen in die Republik einreisen. Ah, weiß ich nicht mehr. Und tschüss. Was ist denn?
Guten Tag, Pilot. Was kann ich Ihnen anbieten? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Absolut. Absolut. Oh ja, von der Innenseite müssen wir mal. Hydra Schwarmkiller. Hydra Schwarmkiller. Ja und? Muss ich selber lassen? Nee. Ja, Name haben wir mal Sackstück. Nova-Drohnen. Nova-Drohnen. Eine Drohne, dann, das haben wir ja jetzt immer noch etwas. Also. Keine Adopter. Halt. Halt auf ein Wort. Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt bezahlt machen. Ja. Zeig mal die in Ordnung. Handelscomputer, Mann. Ich werde mal ein bisschen etwas anderes sehen. Ich weiß nicht, was es noch gibt. Zeigen Sie mir bitte Ihre Scanner. In Ordnung. Typisch, Map. Hey. Hallo, Pilot. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nichts zu reparieren. Auf Wiedersehen, Sir. Es war gut, mit Ihnen zu sprechen. Halt auf ein Wort. Wenn Sie hier kaufen, wird sich das für Sie bestimmt bezahlt machen. Abmeldung erfolgt. Tschüss. Achtung. Techniker. Drohne. Hallo, Pilot. Was kann ich für Sie tun? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Selbstredend. Xenon-Technologie in Plutarch-Händen. Da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Hallo, Pilot. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Einverstanden. Ärgerchips. Das geht doch wieder darum. Was bist du auf der Hand? Also. Kehre zum Schiff zurück. Das sollten wir Bormann schnellstens sagen. Vielleicht sollten wir uns persönlich treffen. Ja, sicher. Stimmt etwas nicht? Nur ein dummer Gedanke. Diese Leute sind Terraner. Ich hoffe, dass wir nicht aufeinander losgehen, wenn dieser Krieg vorüber ist. Sie sind genauso Terraner, wie es die Argonen vor Jahrhunderten waren, als sie von der Erde abgeschnitten wurden. Vielleicht sind wir in ein paar Jahren wieder ein Volk, eine neue Föderation. Es ist schon eine ganze Weile her, dass mich jemand an die Föderation erinnert hat. Das müssen die guten alten Zeiten gewesen sein. Etwas, über das man nachdenken sollte. Danke, Ren. Ich lasse Bormann wissen, dass wir planen, zurückzukehren. Er kann uns sagen, ob es sicher ist. Kommando an Ren Otani. Ich hoffe ernsthaft, dass das nur ein Versehen war. Nee, ich hab doch nicht da geschossen.
Richtig vorgehen. Vielen Dank, dass Sie die Aggressoren von unserer Station vertrieben haben. Also. Schnell speichern, das macht. Und ich sage mal Ciao, bis zum nächsten Part. Und dann werden wir schauen, was abgeht.